Arnold Evers. Ich bin gleich da. Ah ja, okay. Braucht sonst noch jemand was aus der Garderobe, weil die Tür ja immer mal wieder auf uns zugeht. Und sonst, die Fatima, sagst du mir bitte, wie man den Nachnamen ausspricht? Joja. Die Fatima? Joja, ne? Naja, ich lasse es weg. Und die Fashion and Sustainability Editor bei der Klammer. Kannst du vorne kommen? Der Arnold, aber inzwischen ist er da, ist Professor für Modedesign an der AMD und Gründer von AL Gold, dem Zero Waste Label, was wir hier hinten an der Puppe ausgestellt haben. Und Lisa Wagner, die wir eben auch schon gehört haben, auch bei uns im Magazin ist. Die ist Communications Consultant für Conscious Fashion Stakeholders. Also die Katrin hat ja eben schon gesagt, manchmal muss man mit diesen Zahlen so ein bisschen um sich werfen. Wir fangen einfach auch mal so an. Es werden nämlich alle 5 Minuten 1 Million neue Kleidungsstücke hergestellt. 40 Millionen Tonnen Altkleider landen jährlich auf dem Müll. Deutschland ist mit 5 Millionen Paketen und 1,3 Milliarden Artikeln Retouren Europameister. 90% davon entfallen auf die Mode. Auf Fast Fashion folgt Ultra Fast Fashion und der enorme CO2-Ausstoß der Textilindustrie, der bis 2030 halbiert werden sollte, steigt weiterhin gemütlich vor sich hin an. Mode ist Mode ist zur Wegwerfware verkommen. Und in diesem Sinne, willkommen zum Panel Nachhaltige Mode. Das Thema geht uns alle an. Dass es auch anders geht, beweisen auch unter anderem die Protagonisten und Protagonistinnen aus unserem PureView-Magazin. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über den dringend benötigten Wandel in der Textilindustrie und unsere ökologische Verantwortung, genauso wie der sozialen Verantwortung. Und die notwendigen Schritte dazu. Dazu begrüße ich die drei ExpertInnen, die ich eben schon kurz vorgestellt habe. Arnold, du hast im Interview in unserem Magazin gesagt, ich zitiere, ich sehe meine Generation in der Pflicht, die Modewelt zu reformieren. Wie stellst du dir diese Reform vor? Wie sieht es mit dieser Verantwortung aus? Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also, ich habe lange gearbeitet, einfach in der traditionellen Modeindustrie. Ich bin nach meinem Studium nach Paris gegangen, habe dafür Leute gearbeitet und zwar immer am Anfang. Das kennen wir ja von Karl Lagerfeld, der wurde oft porträtiert beim Zeichnen. Und der Designer sitzt da und hat eine schöne Idee, bringt es aufs Papier und danach folgt der Prozess, um diese Idee dann ins Leben zu holen. Und alles, was sich daran anschließt, ordnet sich sozusagen der Idee unter, dass man was Schönes kreieren will. Und als ich die Methode, mit der ich mich beschäftige, die Zero-Waste-Methode, kennengelernt habe und mich da reingefuchst habe und verstanden habe, dass hier ganz viel Technisches passiert, was eigentlich vor der Idee passieren muss, habe ich gedacht, wir haben jetzt einfach das ganze 20. Jahrhundert, war zuerst die Idee und dann kommt der Schnitt und dann kommt der Stoff und so, wird es so produziert und vielleicht kann man aber auch was drehen. Vielleicht kann man erstmal über eine Methode nachdenken und die Reformierung eben so schaffen, dass man nicht die freie Fantasie an erste Stelle stellt oder die, ich denke mir irgendwas Schönes aus und dann mache ich das, sondern erstmal schaut, die Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen oder eine Methode, eine Designmethode, ein Konzept, was man verfolgen will und dann eigentlich daraus etwas Schönes entstehen lässt. Das ist die Reform. Also geht es anders denken, anders ansetzen, was anderes machen. Und das ist bei dir, Lisa, ja genau das Gleiche. Du warst ja lange unter anderem für Hess Natur tätig in der Kommunikation und bist vor ein paar Jahren dort weggegangen, um dich selbstständig zu machen, weil du gesagt hast, Kommunikation im Nachhaltigkeitsbereich muss anders aussehen. Wie muss die denn aussehen? Im
was ich jetzt sage, heißt nicht, dass es bei Hess natürlich so war, weil das klingt jetzt gerade so. Deswegen habe ich gerade überlegt. Ich bin der Meinung, die moderne Kommunikation von Mode ist transparent, radikal transparent, weil ich bin halt siebener Mensch, überall kommt immer raus. Und wir hatten das Thema Greenwashing gesprochen, auch vorher. Das ist ein Riesenfeld. Also wir hatten eben ja lange gesprochen, im positiven Fall 95%, wer auch immer das Gros der Menschen weiß nicht Bescheid. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es einfach Transparenz braucht. Die meisten Leute wissen, dass das System, wie es im Moment läuft, nicht gut ist, nicht funktioniert oder haben so ein Bauchgefühl, weil man es doch irgendwie mitkriegt, aber können es nicht greifen. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung, wenn Brands sagen, wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir machen das, das und das. Aber es eben green zu washen sozusagen, ist einfach keine Lösung. Und zu diesem Aspekt, was viele nicht Bescheid wissen, habe ich eine interessante Story, die habe ich auf der letzten Video mitbekommen, ein Gespräch zwischen einer Kundin und einer Agentur. Die Agentur klärt auf, also geht in den Handel und möchte dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen, auf bezüglich Fragen, die kommen können von den Verbraucherinnen und so weiter. Und die Agentur hat gesagt, dass sie festgestellt hat, dass viele von den Verkäuferinnen nicht mal wissen, was eine Lieferkette ist. Und das fand ich ziemlich krass, weil die Verkäuferinnen sind ja auch Teil der Lieferkette. Und das zeigt einfach, dass ein Großteil der Menschen wirklich nicht weiß, wo eigentlich das Problem ist. Und wenn wir das nicht schaffen, den Menschen aufzuklären, dass da überhaupt ein Problem existiert, dann sehe ich schwarz. Tatsächlich ist die Aufklärung ganz wichtig und ich glaube, da sind wir auch gleich schon bei dir, Fatima. Wenn du arbeitest für die Glamour verbindet man jetzt nicht auf den ersten Blick mit dem Thema Nachhaltigkeit, mehr vielleicht mit Mode- oder Frauenthemen, aber dass du jetzt tatsächlich als sozusagen Nachhaltigkeitsredakteurin dort eingestellt bist, zeigt ja ein gewisses Umdenken. Also ich war auch mal bei der Glamour, das ist 20 Jahre her. Da gab es keine Nachhaltigkeitsredakteurin und vielleicht erzählst du uns mal, was deine Aufgaben da so sind, was sind das für Themen, ist das genauso, grün ist das neue Schwarz oder 50 Teile unter 100 Euro, die du jetzt nachhaltig kaufen kannst oder habt ihr da andere Themen? Genau, also vor allem mich nicht kennt, Fatima, ich bin Journalistin und Redakteurin bei Glamour, eben für Fashion und Sustainability verantwortlich und damit so die erste bei einem großen Frauenmagazin, die eben so eine Position innehat und sich neben dem normalen Mode-Trendteil eben auch spezifisch für Nachhaltigkeit, also als Ansprechpartner dient und darum kümmert. Und was ich dort mache, also wir haben bei Glamour tatsächlich auch schon Jahre vorher relativ viel zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben oder Pflegethemen gemacht. Und meine Aufgabe ist es ein bisschen so diesen Hub nochmal neu zu strukturieren, zu gucken, was für Themen sind gerade aktuell, vor allem bei der jüngeren Generation relevant, weil auch die sind Teil unserer Zielgruppe und bei denen ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Es fängt von relativ zugänglicheren Trends an, wie so nachhaltige Second-Hand-Ware zu kaufen, Designertaschen, Vintage zu erstehen, auf Flohmärkte zu gehen und gehen natürlich auch ein bisschen tiefer, dass sie dann Fragen haben, wie wird was hergestellt oder aufzeigen, ja, was gibt es für Probleme, eben auch auf der aktivistischen Seite durch Fridays for Future. Und was ich quasi mache, ich bin so das Bindeglied zwischen dir als Experte und euch als Experten mit den ganz normalen Menschen, die vielleicht nicht unbedingt interessiert sind an detailreichen, sehr akademischen Ausführungen über das Thema Nachhaltigkeit. Die haben schon Interesse, aber die müssen so ein bisschen mehr in die Hand genommen werden. Die wollen praktische Beispiele haben, die wollen snackable Informationen, die wollen sich jetzt nicht irgendwie ewig mit dem Zeigefinger belehren lassen, sondern die wollen es lesen, unterhalten werden und dann einen kleinen Aha-Moment haben. Und das ist quasi so ein bisschen meine Aufgabe in Zusammenarbeit mit euch allen, zu überlegen, wie können wir so ein großes Thema wie die Lieferkette, wie Transparenz, wie Deadstock oder auch Greenwashing so runterbrechen, dass es für alle verständlich und zugänglich wird und sich jeder davon angesprochen fühlt. Weil ich glaube, das ist eben das große Problem, was wir haben. Die Leute wollen schon so ein bisschen, aber sie fühlen sich nicht abgeholt. Und das ist quasi das, was wir versuchen, bei Glamour ein bisschen aufzuholen, den Bildungsvertrag auszuholen, aber eben auch so diesen Spaßfaktor nicht zu verlieren, weil das auch so die nächste Hürde natürlich nachhaltige Mode immer hat. Alle Leute sind so ein bisschen so, Öko, keine Farben, es macht nicht Spaß. Ich habe übrigens auch ein nachhaltiges Outfit an und verschiedene nachhaltige Brands und es macht Spaß und es ist cool und es ist vor allem spannend, wenn es jetzt so in diesen technologischen Aspekt geht. Ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, zu schauen, was gibt es für coole, so futuristische Methoden, wie man nachhaltig handeln, schaffen, produzieren kann. Und ich glaube, wenn man die Leute eben so über diesen Faktor abholen kann und sagen, hey, okay, die machen nachhaltige Mode, aber
schau dir mal an, was die für ein cooles Konzept haben, dass man die dann vielleicht nochmal ganz anders interessieren kann. Irgendjemand hat mal gesagt, Nachhaltigkeit muss so cool sein wie die geilste Party in der Stadt, wo man nicht mehr reinkommt. Da müssen wir jetzt leider noch irgendwie hinkommen. Aber sag mal, Arnold, du bist ja nicht nur selber Designer, du bist ja auch Professor für Modedesign an der AMD. Da fällt mir gerade ein, AMD-Absolventin, AMD-Absolventin. Okay, sehr interessant. Wie weit ist denn dieses Thema Nachhaltigkeit bei euch in der Ausbildung verankert? Gute Frage, schwierige Frage. Also, das Thema ist in der Ausbildung verankert mittlerweile. Noch nicht so lange. Wir haben vor einem Jahr das Curriculum umgestellt und jetzt ist zum Beispiel das zweite Semester für Modedesign, da geht es nur um Nachhaltigkeit. Von vorne bis hinten in allen unterschiedlichen Fächern. Jetzt habe ich letztes Jahr einen Workshop gemacht, wo ich eine tolle Gruppe von Leuten eingeladen hatte. Zero Waste Design Online übrigens, für diejenigen, die sich interessieren. Eine Gruppe von jungen Frauen, die auf der Welt verstreut sind und die einen Workshop zu Zero Waste gemacht haben. Und in diesen Tagen, vier Tage, die erste Reaktion von den Studenten war, es hat mit Verzicht zu tun, ich kann nicht machen, was ich will. Und da habe ich eigentlich nicht so viel Lust. Ich hatte da die Koryphäen stehen, die denen wirklich gute Sachen erzählt haben und die so, nö, vielleicht nicht. Jetzt habe ich aber gerade, wir haben morgen Abschlusspräsentation der aktuellen Bachelor-Absolventinnen und die Hälfte der Kollektionen, die da gezeigt werden oder die dieses Jahr entstanden sind, haben irgendwelche nachhaltigen Ansätze. Also über Materialien, über Upcycling, über Zero Waste. Es gibt tolle Beispiele, unglaublich gute Kollektionen, die wir haben. Also es ist da, es ist lebendig, es ist nur eine Mauer, wenn ich als der Dozent vorne sage, wir machen jetzt mal Nachhaltigkeit, dann ist irgendwie uncool. Und es gibt eine Mauer, und ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich die überkommen kann, zwischen, ich habe erstmal eine emotionale Beziehung zu dem Thema und die ist für mich erstmal mit Verzicht verbunden. Später, wenn ich mehr gelernt habe, wenn ich auch als gestalterische Persönlichkeit mehr weiß in Bezug auf Material, in Bezug auf Formfindung, in Bezug auf Gestaltung, dann kann man ja in nachhaltigen Methoden unglaublich spannende Sachen finden und da geht's los. Und da sind dann die Leute auch dabei und da, wie gesagt, sind fantastische Sachen, die entstehen. Kann ich was dazu sagen? Ich unterrichte tatsächlich auch an der AMD mittlerweile, in Wiesbaden. Ah ja. Unternehmensethik und Nachhaltigkeitscontrolling. Bei mir ist es eher businessmäßig. Also ich habe auch Designer in meinen Kursen, aber vor allem ein Fach, ich weiß nicht, ob es bei euch auch gibt, Innovations- und Ideenmanagement. Super spannend, wusste ich, dass das an der AMD gibt. Die sind sehr viel offener, da geht es nämlich nicht nur um Mode. Und ich versuche das tatsächlich, das funktioniert ganz gut, unter dem Business-Aspekt immer zu vermitteln und zu sagen, ihr kommt in Zukunft, wenn ihr mal am Ende im Job seid, nicht mehr um das Thema rum. Je mehr ihr darüber wisst, jetzt schon, und euch darauf ausrichtet, dass ihr zirkulär designen könnt oder in bestimmten Materialien arbeiten könnt, desto besser wird es für euch sein, auch eure berufliche Zukunft. Und ich habe die Feststellung gemacht, auch mit Designern, manchmal kann eine Limitierung ja auch kreativ beflügeln. Und das kommt eigentlich auch ganz gut hin. Das sind total viele spannende Themen. Jetzt sagst du, du wusstest gar nicht, dass es das gibt. Also das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es so wahnsinnig wichtige Themen gibt, von denen viel zu wenig Leute wissen. Also Wissen, Bewusstsein gehört halt einfach nicht zusammen und solange man nichts darüber weiß, kann man auch sein Verhalten überhaupt nicht ändern. Das ist das, was wir eben hatten. Die Leute, die da draußen vorbeigehen und einfach weiterhin, geil ist geil, so viel wie möglich, so billig wie möglich kaufen, die können vielleicht gar nicht sich verändern, wenn sie davon nichts wissen. Und also was mich wirklich interessieren würde, ich habe nämlich auch mal, früher hat man ja dann auch so Zuschauer-E-Mails bekommen. Bekommst du auch Fragen gestellt zu deinen Themen? Melden sich da eure Leserinnen? Das ist jetzt eine Frage.
Frage, die mich so ein bisschen aus dem Off erwischt. Also ich bekomme tatsächlich Feedback von Leuten, also meiner Instagram-Community am ehesten, also für die kann ich sprechen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel in meiner Story poste und dann jemand antwortet und sagt, ey, voll cool, oder irgendwie über LinkedIn, dass wenn dann jemand schreibt, hey, ich habe deinen Artikel gelesen, bin ich voll spannend, habe ich darüber nachgedacht, oder wenn mir Freunde erzählen, sie haben das dann geteilt, oder ein anderer Bekannter hat mir letztens geschrieben, ach, ich recherchiere gerade über nachhaltige Materialien, habe deinen Dad-Artikel gefunden. Voll cool und voll interessant. Und das ist natürlich dann schön zu sehen, okay, Leute lesen das wirklich. Und natürlich unser direktes Feedback, was wir jetzt so als Redakteure bekommen, sind so die Zahlen. Und wenn man dann auch sieht, ja geil, ich habe jetzt wirklich wochenlang für nachhaltige Outdoor-Mode recherchiert, mich an so ein Thema eingearbeitet, was mich... Ich bin kein Wanderer, ich bin halt keine Outdoor-Person. Ich habe sehr viel gelernt, ich bin jetzt auf dem Papier ein Experte. Und diesen Artikel haben Leute gelesen. Der ist auch gut gelaufen. Und das war ein tolles Gefühl eben. Also das ist, würde ich sagen, das beste Feedback, was wir bekommen. Wenn wir sehen, die Artikel laufen an, die Leute verbringen da vor allem viel Zeit drauf. Sie interessieren sich dafür, vor allem, wenn es dann irgendwie über das Cover gefunden wird. Oder wie gesagt, direktes Feedback irgendwie aus so dem Kreis drumherum. Wir bekommen auch diese Kommentare natürlich, aber die landen im ersten Schritt nicht unbedingt bei uns. Wenn sie dann zu uns kommen, dann hoffentlich auch mal nette Sachen über Nachhaltigkeit. Aber genau, ansonsten ist das halt eher so das direkteste Feedback, mit dem wir zu tun haben. Also ich finde es ja auch ganz wichtig, dass dieses Thema eben auch abseits der typischen nachhaltigen Medien kommuniziert wird, um einfach aus dieser Bubble, wie die Katrin eben gesagt hat, rauszuwachsen. Wir erreichen einfach mit unseren Themen auch immer wieder die gleichen Menschen. Das ist ein langsames Wachstum. Umso wichtiger ist es, dass es eben implementiert wird in den nicht typisch nachhaltigen Medien. Hast du irgendwelche Erfahrungen zu irgendwelchen medialen Verantwortung zum Beispiel? Hättest du eine Idee, wie man dieses Thema irgendwie breiter streuen kann? Das war jetzt meine spontane Antwort. Breiter streuen, ja, es gibt ja die großen bekannten Medien, also Gemma hat eine riesen Reichweite schon auch, die Tageszeitung und so. Ich finde schon auch, dass sie einen Bildungsauftrag haben, das müsste breiter sein. Und ich habe selbst auch im Journalismus gearbeitet, tue es auch heute noch und ich weiß ja, wie es läuft. Es gibt Werbekunden und man muss gewisse Themen abdecken im Tagesgeschäft bei Tageszeitungen, man muss gewisse Themen abdecken, regional, überregional und so weiter. Dennoch fände ich es schön, wenn... Also es ist ja meistens so in unserer Industrie, dass die Kleinen die Treiber sind, also die kleinen Brands, wir hatten jetzt hier schon diverse genannt, die haben die Ideen, die arbeiten wirklich nachhaltig. Die haben aber nicht die Mittel, so zu kommunizieren, wie die Großen oder wie die ganz Großen. Und das würde ich mir einfach wünschen von der breiteren Masse der Medien, dass sie einfach, und die Kleineren auch mehr, du machst es oft, sehe ich, du stellst auch mal auf kleinere Brands vor, aber dass Menschen einfach inspiriert werden. Und das einfach gezeigt wird, ja, es gibt einen positiven Wandel auch da draußen. Also es gibt ja den positiven Wandel, aber wenn wir die Zahlen anschauen, die sind zwar nicht mehr ganz aktuell, aber die werden auch nicht so häufig aktualisiert. Das waren vor ein paar Jahren, waren es 5 oder 6% der Modekäufe sind nachhaltig. Inzwischen sind wir vielleicht mit etwas Glück bei 7 oder 8%. Aber was ist denn dieses Thema mit dieser nachhaltigen Mode? Wo sind die anderen, im Moment 92%, was meint ihr, woran hakt es, warum, also zu nachhaltiger Mode zählt ja durchaus auch Leihen kaufen, Secondhand, tauschen, weiß ich nicht was, alle möglichen Facetten. Ja? Warum ist das Image immer so komisch, untrennig? Also ich glaube, das Problem ist, dass viele gar nicht wissen, dass Leihen, Secondhand kaufen, Dinge lange im Kleiderschrank haben, zu Nachhaltigkeit zählt. Ich glaube, wenn die Leute gefragt werden, sind die nachhaltig, sagen die vielleicht einfach erstmal nein. Weil die haben dann im Kopf, nee, ich kaufe keinen nachhaltigen Brand. Ich bin jetzt nicht so nachhaltig, aber Handeln einkaufen. Und das ist das, was wir eben auch viel machen, dass wir versuchen zu erklären, naja, es gibt Nachhaltigkeit, so als großen Begriff, aber das ist ja auch nur ein Sammelbegriff, da steckt ganz, ganz viel drin. Du kannst nachhaltig sein, indem du nachhaltige Brands kaufst. Das kann sich aber nicht jeder leisten. Du kannst dann nachhaltig sein, indem du guckst, okay, ich habe bestimmte Anforderungen an Kleidungsstücke, an Brands, was ich gerne in meinem Leben umsetzen möchte, persönliche Werte, die da einfließen, das hat ja auch viel mit so diesen Werten, die man generell leben möchte, zu tun. Und dann machst du dir eine Liste und schaust, okay, kenne ich Brands oder Unternehmen, die vielleicht 3 von den 5 Punkten abhaken und dann, selbst wenn es ein H&M ist und du weißt, die Bio-Baumwolle, du trägst aber dann die nächsten 5 Jahre, das ist wiederum Nachhaltigkeit, aber auf einer anderen Ebene betrachtet.
Und ich glaube, wenn wir den Leuten helfen zu verstehen, wie nachhaltig sie eigentlich sind, obwohl sie es gar nicht wissen, weil sie sich noch nie so Gedanken darüber gemacht haben, wie lange sie in ihrem Kleiderschrank haben, dass super viele Sachen von ihrem Freund, ihrem Partner, Freundinnen getauscht, geliehen, bei Vinted geshoppt haben. Ich glaube, dann wird vielleicht auch dieser Prozentsatz, der dann am Ende sagt, ja, ich bin wirklich nachhaltig, viel größer werden. Ich denke viel darüber nach, eben wie ich meine Studenten, mit denen darüber spreche. Und wenn man Mode als eben soziale Währung versteht und die Art und Weise, wie wir auf uns über das Äußerliche einfach auf uns hinweisen oder über uns sprechen oder auch mit anderen Leuten in Kontakt treten, dann ist Nachhaltigkeit eben so ganz weit unten, nicht so viel wert. Und jetzt, wenn man noch dazu denkt, und da habe ich immer so ein großes Fragezeichen im Kopf mit der Gen Z und wie viel die wirklich vorantreiben in Sachen Mode, ist das Fragezeichen bei mir da drin, dass, wenn wir sprechen über 20-jährige Leute, die immer noch dabei sind, sich selber zu finden oder die eigene Identität herauszufinden und das Äußerliche nutzen dafür, kann man ja niemandem verwehren, dass man das auch schnell mal ändern will. Und wenn ich an meine Jugend zurückdenke, habe ich das sehr oft sehr schnell geändert und es war total wichtig. Und eben das ist sozusagen eben im Moment noch die Mauer, wie kann man diese Währung der Nachhaltigkeit stärken. Und bei Mode geht es halt um Coolness. Und sind die Sachen cool, die werden gut. Und warum immer noch so ein bisschen das Körnerbrot mit der Nachhaltigkeit in Verbindung steht, ist ja, dass wenn man darüber nachdenkt, wer hat angefangen und dann war es natürlich wichtig, auch so die Gegenposition erstmal zu stärken und anstatt Neon machen wir jetzt mal Beige. Und das ist im Moment so, was am meisten sich durchgesetzt hat und jetzt können wir halt darauf aufbauen. Jim Sila möchte jetzt einmal kurz eine Lanze für meine Generation brechen, weil ich denke nicht, dass das die Hürde ist. Ich würde fast sogar behaupten, dass wenn man heutzutage als Jim Sila nicht mehr Secondhand kauft, dann ist man nicht cool. Weil die Leute, vor allem auf TikTok oder auf Videoplattformen, wo sie ihre Outfits zeigen, legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass sie Secondhand kaufen, dass sie Secondhand tragen und das ist auch so eine bestimmte Lifestyle-Ästhetik geworden. Deswegen würde ich behaupten, natürlich gibt es immer noch die Luxusmäuse, sag ich mal, denen das völlig egal ist, die einen ganz anderen Jet-Set-Lifestyle leben, aber es gibt eben viele junge Leute, für die Secondhand so das Ding, das ist so cool, die gehen hobbymäßig am Wochenende auf Flohmärkte, jagen irgendwelchen Vintage-Pieces hinterher und dann ist es egal, ob es eine Bird oder nicht. Ich glaube einfach, dass da einfach noch mehr getan wird, weil Secondhand ist natürlich cool, das ist auch nice zu kaufen, das ist nachhaltig, aber das haben jetzt auch Brands oder Unternehmen erkannt, dass das ein großer Markt ist, in dem man eben Fuß fassen möchte. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass diese nachhaltige Secondhand-Mode nicht einfach in dieselbe Richtung wie Fast Fashion schwappt, dass Leute quasi Dinge als vermeintlich Secondhand verkaufen und wer davon am Ende profitiert. Meine Antwort auf alles ist immer, die Konsumkultur ist das Problem. Das impliziert eine Frage ja eigentlich schon gesagt, dass es gibt so eine X-Käufer nachhaltig, so eine X-Käufer nicht nachhaltig. Und ich glaube, um wirklich ein Umdenken zu schaffen, müssen wir davon weg. Also müssen selber uns eingestehen, wie gebrainwashed wir sind und wurden seit Jahrzehnten ich eingeschlossen, dass wir mit Konsum alles lösen können. Ich sage immer gerne das Beispiel, was nichts mit Mode zu tun hat, das aber sehr anschaulich macht. Wenn es mir nicht so gut geht, dann überlege ich, oder ich meine uns alle, dann kaufen wir uns irgendwelche Tabletten oder irgendwelche gesunden Lebensmittel oder so. Wir denken aber nicht dran, dass wir vielleicht ein Croissant weniger essen oder so. Wir denken nie daran, an das Weglassen, sondern immer nur ans Zutun und was kaufen und was dazu packen. Und ich finde, das ist nie ein Problem, vor allem in der Mode auch. Ja. Also Dinge lange behalten, sie zu pflegen, zu reparieren, zu Ehren weiterzugeben, die nächste Generation ist ja auch sehr nachhaltig. Und ich weiß nicht, wie oft wir jetzt heute Abend da diesen Begriff nachhaltig schon genannt haben. Liegt es vielleicht auch an diesem Begriff, dass das Thema einfach so wahnsinnig staubig klingt? Also der Duden definiert Nachhaltigkeit, fangen wir mal beim Duden an, als Prinzip, nachdem nicht mehr verbraucht werden darf, als ich wieder regenerieren oder erholen kann.
oder als künftig bereitzustellen ist oder bereitzustellen werden kann. Und das finde ich auch seltsam, was heißt künftig? Also, ja. Das Problem aber ist, genau, dass Nachhaltigkeit nicht rechtsverbindlich definiert ist. Also es gibt Slow Fashion, Green Fashion, Fair Fashion, Sustainable Fashion und jeder darf sich so nennen. Man muss noch nicht mal irgendwas machen. Man sieht es im herkömmlichen Einzelnen, da muss ich immer schmunzeln, weil ich war in der Wäscheabteilung, da stand an einer Unterhose, ich bin nachhaltig. Also jeder kann sich so nennen und das ist eben das Problem. Und ich glaube, deswegen sind auch viele so müde, weil dann auch in der Presse es oft heißt, eigentlich, also wird das alles widerlegt, warum Recycling nicht gut ist, warum dies, das und anderes nicht gut ist. Und der Begriff ist nicht mal staubig, aber ist eben nicht definierbar, was schwierig ist. Ich habe jetzt neulich bei Instagram, war das, glaube ich, einen Post gesehen, in dem Brands dazu übergehen, dass sie nachhaltiger sagen, was ich schon besser finde, weil Mode per se ist nicht nachhaltig. Aber ich glaube, was du meinst mit diesem nachhaltigen Label, da haben halt super viele Leute einfach keine Lust drauf. Die hören das und ich merke das auch so, wenn ich mit meinem Bruder oder so über Nachhaltigkeit spreche und ich bin da voll drin, ich mache Spaß, ich finde das geil, ich finde das auch super Mode-friendly. Aber dann kommt ja nicht nur an und sagt immer, Fatima, was hat nichts mit dem richtigen Leben zu tun? Und ich glaube, da hat er einfach recht, weil die Frage ist dann nicht, wie nachhaltig sind wir oder wie nachhaltiger wollen wir werden, sondern wie wollen wir generell einfach leben? Oder was sollen wir für Menschen sein? Man kriegt man hinein auf beigebracht, wie man sich zu verhalten hat, man ist freundlich, man soll sozial sein. Und ich glaube, das ist einfach genau dieselbe Frage, nur vielleicht größer gedacht, wie wollen wir Fremde, die wir vielleicht nicht unbedingt kennen, behandeln, wie wollen wir, dass die leben oder wollen wir wirklich, dass die auf unsere Kosten leben oder ja, eben nicht leben können und wie wir mit der Welt umgehen. Ich glaube, das ist die größere Frage, die jeder Einzelne von uns stellen muss und anerkennen, dass wir alle irgendwo eine Verantwortung haben und unsere Kaufentscheidung, weil wir jetzt mal Mode reden, ist unsere Verantwortung, die wir alle selber steuern können. Und wenn wir da einfach ein bisschen sensitiver mit umgehen und zu schauen, okay, was sind meine Werte, wie möchte ich leben und wie kann ich die eben auf allen Ebenen holistisch implementieren, ich glaube, dann können wir Nachhaltigkeit nicht rebranden, aber dann brauchen wir vielleicht diesen Begriff nicht mehr, weil wir alle natürlich daran interessiert sind, eine Zukunft zu haben. Und das ist so der einzige mögliche Weg, wie wir die Zukunft überhaupt haben können. Nachhaltigkeit ist ja auch immer so voll kompliziert und man muss immer über so viel nachdenken. Und da gibt es sowas wie Lieferkettengesetz, was eigentlich keiner versteht, weil es wieder anfängt und dann da aufhört. Und dann kombiniert man das irgendwie mit Mode, wo ja erstmal lustig sein soll. Und deswegen ist dass ganz viele Leute erstmal sagen, oh ja, ich habe nicht so viel Lust darauf, kann ich verstehen. Und ich glaube, wir alle an irgendeinem Punkt haben wir so viel verstanden, wo es dann interessant wurde. Und das ist eben, das ist für mich immer noch die größte Frage, wie kann man erstmal aus der Mauer, so ich will mich nicht, also ich soll mich irgendwie mit Verzicht beschäftigen, dann habe ich aber keine Lust. Und wenn es spannend wird, da kommt da keiner mehr hin, weil da ist so, das ist dann zu kompliziert. Wir fahren verloren. Was sagst du denn dazu? Ja, ich überlege mir die ganze Zeit, ob wir, also wenn die nachhaltigen Labels nicht über Nachhaltigkeit sprechen würden, dann würden verdammt viel weniger Menschen über Nachhaltigkeit sprechen, weil die Medien, die sollen es ja nicht immer so tun, wie man das gerne hätte. Und irgendjemand muss ja drüber sprechen. Trotzdem ist die Frage, ob man vielleicht die Nachhaltigkeit von den nachhaltigen Labels trennt, weil die sind ja einfach das, was richtig ist. Wenn wir jetzt sagen, wir sind gut erzogen und wir sollen das nicht machen und das nicht, aber dafür andere Dinge, ja. Aber dann frage ich mich, warum Ultra-Fast-Fashion gerade wächst, weil dann liegt es ja daran, dass die Leute, die dort kaufen, es entweder wollen und es ihnen wurscht oder sie wissen es nicht. Das heißt, uns fehlt die Aufklärung. Richtig? Also wenn ich auch was dazu sagen sollte. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe dazu was gelesen, da ging es eigentlich darum, dass Mode nicht politisch sein soll. Und Nachhaltigkeit, da geht es ja oft schnell in die politische Ecke, was wichtig ist. Und ich glaube, dass sie nicht mehr da ist. Aber Politik ist eigentlich das, worauf wir hinaus müssen, dass sich wirklich was ändert. Und also in diesem Artikel ging es eben darum, dass Brands eigentlich immer den
den Hauptfokus haben, Geld zu verdienen und dass sie gar nicht die Macht haben, politisch zu werden. Sie können darauf hinweisen, aber sie können ja keine Gesetze erlassen und so weiter. Und das, ich habe das schon verstanden. Ich finde es schwierig. Also damit will ich das nicht abschreiben und ich finde auch nachhaltige Brands sollten weiter etwas sagen und versuchen, damit etwas zu bewegen. Aber am Ende braucht es die Politik, es braucht eine höhere Ebene, dass wirklich was umgesetzt wird. Das stimmt auf jeden Fall. Und nochmal auf die Ultra-Fast-Fashion einzugehen. Ich glaube, das ist so der Moment, wo wir einfach merken oder wo man am besten sehen kann, wie gegensätzlich das Ganze ist. Weil Ultra-Fast-Fashion, den gibt es erst, also das Thema oder den Begriff, den gibt es seit Gen Z, seit TikTok, seit der Haul-Culture, wo Leute wirklich ihre, was sie einkaufen, auf YouTube präsentieren und das täglich mit neuen Pieces. Und das hat sich jetzt so entwickelt, dass das so das Ding ist, was auf Fast Fashion folgt. Und das zeigt aber auch eben ganz gut an dieser Generation, die natürlich dafür bekannt ist, super nachhaltig zu sein oder nachhaltiger als andere, weil sie sind aktivistisch, die wollen die Welt retten, die sind Fans von Greta Thunberg. Aber dann gibt es auf der anderen Seite noch den Teil der Generation, die diese Ultra-Fast Fashion verfolgen, die Hauls machen. Und ich glaube, da ist halt auch unser Ansatz, eben als Brands zu sagen, okay, wir haben die Generation, die will, aber die kann nicht immer unbedingt, weil sie die Kaufkraft nicht hat oder weil eben die Brücke fehlt. Und wir versuchen eben, diese Brücke zu sein, indem wir dann so große Themen wie die Lieferkette runterbrechen und erklären, darum geht's, darum ist es wichtig. Und hier hast du Brands, die machen das schon. Und bei denen kannst du vielleicht auch einkaufen, als Alternative zu dem, was du sonst vielleicht im Internet siehst. Und dann einfach die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, denen bildlich Beispiele zu geben, um dann diese großen Themen wieder greifbarer zu machen, ist, glaube ich, das, mit dem wir es dann vielleicht schaffen, irgendwas voranzutreiben. Darf ich noch? Ich habe meinen Faden nämlich wiedergefunden von vorhin. Und zwar, also es ging ja darum, was erzählt der Begriff Nachhaltigkeit oder eben nicht. Und wenn ich jetzt meinen Hut vom Designer- und Labelmacher aufsetze, dann ich frage mich die ganze Zeit, wie kann ich am besten erzählen, was dahinter ist. Und ich habe ganz viel zu erzählen, aber es ist eben dann auch viel und kompliziert. Und dann auf der anderen Seite ist die Leute, die ich erreichen möchte, die muss ich aber dann so ganz schnell erreichen. Und dann ist die Aufmerksamkeit in 3 Sekunden und dann brauche ich den richtigen Hook. Und wenn man aber so viel zu erzählen hat, ist, wie bricht man das runter? Und das ist für mich jetzt die größte Herausforderung. Also was dann im Endeffekt ich immer dazu neige, zu sagen, ah ja, Nachhaltigkeit, da kann ich zumindest schon mal die Leute treffen, die irgendwie offen sind, die schon eine Vorbildung haben und dann sagen, ah ja, ich gehe mal weiter und interessiere mich. Und dann erzähle ich aber eben alles das, was drin steckt, in so ein kleines snackable Informations-Snippet zu geben, super schwer. Also ohne Werbung für uns zu machen, aber vielleicht gehst du einfach auf glamour.de, dann alle lieben Listicles und auch wir mögen Listicles, weil dann kann man nämlich immer in 3 bis 5 Gründen wiedergeben, so was so die Key Takeaways sind und damit so Leuten schnell eine Info weitergeben. Und ich glaube, wenn wir alle mehr so in diesen kurzen, knappen Messages denken und sagen, okay, das ist der Mehrwert, den du draus bekommst, wie geil ist das eigentlich, und dann hintenrum nochmal so ein bisschen Kontext erklären, dann passieren halt ganz andere Mechanismen im Kopf. Ich glaube, wir müssen da auch mehr mit Belohnungskultur arbeiten und sagen, sozusagen, oh nee, du hast jetzt schon wieder das gekauft, solltest du nicht weniger kaufen, und zu sagen, geil, du hast jetzt deine Jeans 5 Jahre getragen und du hast jetzt irgendwie auf TikTok ein Hack gesehen, wie du sie reparieren kannst und wie sie dir jetzt wieder passen kann, obwohl du sie jetzt seit 3 Monaten nicht mehr tragen konntest, weil da ein Loch war oder das Gewicht sich verändert hat oder der Style anders ist. Und ich glaube, dann so diese schönen Momente, wo man dann selber sagt, ich habe jetzt ein Piece, ich habe es lange nicht mehr getragen und auf einmal trage ich es wieder, weil mir irgendwas daran wieder gefällt, dass ein Trend ist, was geändert habe oder jemand anderen gegeben hat, der es wieder trägt. Das ist, glaube ich, ein schöneres Erlebnis, die man dann wieder Spaß eben an der ganzen Sache bekommt und die Leute nochmal praktischer im Alltag motivieren kann. Weil die Frage ist ja für die immer, okay, schön und gut, wir haben jetzt hier über die ganzen Daten, Fakten gesprochen, aber was kann ich denn jetzt eigentlich machen und wo betrifft es mich in meinem Alltag? Und ich glaube, da so den Anknüpfungspunkt zu finden und sagen, das ist wichtig und genau da kannst du es machen, hilft den Leuten besser zu erkennen, wie, also wo dann auch deine Leidenschaft darin liegt, wenn sie dann so diesen kleinen Berührungspunkt haben und sagen, oh, ich
bin jetzt noch nicht so auf der Ebene, wie die Experten sind, aber ich habe so ein kleines Gefühl. Und ich glaube, wenn ich es weiter verfolge, dann passiert da richtig Cooles. Also was richtig Cooles finde ich auch sehr großartig. Ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir etwas zeitlich in Verzug geraten sind, machen wir hier mal die kurze Pause im Sinne von, hat jemand Fragen an dieses wundervolle Plenum hier vorne? Nee, es ist jetzt eigentlich gar nicht wirklich eine Frage, aber bei dem letzten Thema habe ich mir einfach noch gedacht, eigentlich ist das Thema Mode so breit, das ist mir den meisten Leuten gar nicht bewusst, wie viele Anknüpfungspunkte es eigentlich gibt. Also vielleicht ist nicht die Frage, wie können wir das Ganze zusammenbringen und alles irgendwie versuchen zu erklären, sondern eben gerade auch diese kleinen Schnitte gehen oder eben zum Beispiel, okay, das ist das Thema Feminismus zum Beispiel oder Rassismus oder was auch immer. Also es gibt ja, die Bandbreite ist riesig, wo man anknüpfen kann und dann einfach genau auch nur auf diesen einen Aspekt gehen und da ja, eben aufklären und Lösungen anbieten in den Bereichen. So vielleicht nur langfristig geschaut, dass man dieses Bild irgendwie zusammensetzt. Also was jetzt, weiß ich nicht, also ich glaube bei euch kann ich mir das super gut vorstellen bei der Zeitung, was ich mir eben bei anderen Medien auch wünschen würde, dass das Thema Mode einfach viel mehr präsent ist, eben nicht nur die gängigen, was am Anfang der ganzen Veranstaltung auch genannt wurde, wie Mobilität und Energie und Ernährung, das sind irgendwie so die Standarddinge, die beim Thema Nachhaltigkeit irgendwie wichtig sind, und Mode ist einfach so ein krasses Kontrastprogramm, das ist halt irgendwie immer entweder die einen oder die andere oder halt die Bubble gibt. Und ja, genau, wenn man das halt irgendwie zusammenbringen kann. Das ist so ein deutsches Phänomen tatsächlich mit der Mode. Wir sind halt eher so praktischer Anlagen, wenn man jetzt mal so in Klischees denken darf. Aber zum Beispiel in UK kenne ich es oder in den USA, da ist Mode sehr viel mehr verankert in der Medienlandschaft auch. Also das ist dann meistens eine wichtige Rubrik, wie eine Kulturrubrik, also Musik oder Theater oder so, ist auch Mode, Journalismus sehr viel mehr als hier in Deutschland. Das stimmt schon. Hier ist es, glaube ich, eher so ein, für die Jüngeren wahrscheinlich eher ein Ausdrucksmittel und für den Großteil eher so ein Konsumprodukt oder ein Produkt, was man einfach benutzt. Ja. Kleidung. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen auf die Tube drücken muss, aber es gibt von weiteren Panelistinnen Anschlusstermine, die wir dann nicht mehr schaffen würden. Sonst würde ich einfach darum bitten, dass ihr die drei, die hoffentlich noch länger hier sind, im Nachgang mit Fragen bombardiert, die Gelegenheit nutzt, die Expertise mit nach Hause zu nehmen. Und wir halten für uns alle fest, wir gucken Listicles an. Ich habe ein neues Wort gelernt und bin schon total gespannt. Ich liebe ja sowas, aber nur wenn es andere schreiben. Vielen Dank an euch drei.